Leute, Leute! Wie witzig. Hi. Der Martin im Dorf. Hallo. Also nochmal kurz zum Konzept. Ja, stellt euch alle vor. Dann erzählen wir so wild durcheinander, was heute passiert. Willst du erzählen, was passiert? Wo wir hinfahren? Ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren. Ja. Also wir fahren nach Tübingen. Ja, warte. Okay. Wir machen die Intro und dann. Warte, aber ich muss mal gucken, wo wir hinfahren. Ich mach mal. Fire and Taste. Ja, Fire and Taste. Genau, okay. Und dann machen wir einfach wieder auf Fabrikfahrt, melden uns. Okay. So machen wir was. Okay. Okay. Willst du einer da? Ja, in der Kehle. Ja. Oh, jetzt da hinten. Und ihr müsst laut genug reden, ne? Willst du das halten? Weil das kostet mich Punkte. Ja. Und ich kann dann so vielleicht. So. Achtung. Ja. So. 3, 2, 1. Feuer, Glut und Herzblut. Der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Feuer, Glut und Herzblut. Folge Nummer 30 sollte es sein. Heute mal nicht mit Nico, sondern mit ein paar Fahrgästen, die mit mir hier an Bord zu einem schönen Event sind. Zu meiner Rechten hier auf dem Beifahrersitz Camillo. Ja, hier. Camillo hier von Don Caruso Barbecue. Dann hinter mir ist der Thomas Müller von Fleischbotschafter. Der nächste ist Tobias Hülke von Onkel Kete. Und der Christian von Magazin Meet In. So, ja. Und wir alle machen so eine kleine Blogger-Tour in den Süden. Also nicht ganz so weit und warm, aber warm wird es heute Abend bestimmt dann. Bei der Fire and Taste-Veranstaltung von yourbeef.de. Da hat uns der Stefan eingeladen. Und wir haben dann prompt alle zugesagt, haben uns ein schönes Hotelzimmerchen genommen. Und der A8 folgen. Und jetzt muss ich links fahren. Camillo, erzähl doch mal was zur Veranstaltung. Du weißt doch, was uns erwartet, oder? Ja, ich glaube schon. Und zwar, wie der, Martin schon gesagt hat, wir sind bei yourbeef eingeladen zu Fire and Taste-Veranstaltung. Die findet heute in einem Schloss statt, so viel ich das verstanden habe. Und zwar geht es halt ums Fleisch und viele Leckereien um das Fleisch rum. Es wird Whisky geben, es wird ein bisschen was Schokolade geben und solche Geschichten. Es sind knapp 100 Leute da, außer uns noch ein paar andere Blogger. Wir sind insgesamt mit ungefähr 10 Bloggern, 12 Bloggern vertreten. Ja, nach 2 Kilometern. Das Navi labert die ganze Zeit dazwischen, können wir leider nicht ändern. Ja, wir freuen uns auf alle Fälle. Was sagt ihr da hinten dazu? Ja, definitiv. Also Vorfreude ist riesig. Und mal gespannt, was uns da erwarten wird. Bitte links. Hunger. Ja. Mehr können wir euch vor allen Dingen erzählen, wenn wir auf der Rückfahrt sind. Und da machen wir jetzt einen Cut und wir hören uns auf der Rückfahrt. Genau. Wie geht das aus? Hat er eine Ahnung von? Nein, keine Ahnung. Ja. Ja, du musst was ausmachen. Du kannst ja schneiden. Nee, das macht der Nico. Schöne Grüße. Schöne Grüße, Nico. So, da sind wir wieder auf den Rückweg aus Tübingen. Die Nacht war lang, das Essen war gut. Und ich habe jetzt hier so eine kleine Liste vor mir liegen, was wir so alles gegessen haben. Und das wollten wir einfach mal für euch durchgehen und mal ein bisschen gemeinsam besprechen. Als erstes gab es die Bacon Gutten, Bacon Gutness Bratwurst in Brickteig mit Paprikasalsa auf gegrillten Apfelscheiben. Mach doch nochmal. Ich soll es nochmal machen, okay. Es gab die Bacon Gutness Bratwurst im Brickteig mit Paprikasalsa und gegrillten Apfelscheiben oder aufgegrillten Apfelscheiben. Ja, wie fandet ihr es? Also ich fand die Salsa schon ziemlich geil. Also die Bratwurst fand ich auch super. Der Brickteig, weiß ich nicht. Ich hätte ihn lieber, glaube ich, so gehabt. Ja, also, den Brickteig hätte ich ein bisschen knuspriger vielleicht. Genau. Das war das technische Problem. Die haben es ja probiert. Ja. Dann mit 100 Würsten da, also 100 Portionen auf 2 Grills indirekt. Hat nicht ganz geklappt. Dann ist es halt ein bisschen härter geworden statt knusprig. Ja. Ja, aber die Wurst war super. Also das hat im Ganzen super lecker geschmeckt. Ja. Die Salsa war
schön abgeschmeckt. Und darunter die gegrillte Apfelscheibe hat es nochmal ein bisschen fruchtig gemacht. War ein schöner Start. Also definitiv. Also ich fand die Salsa ziemlich geil. Also ein bisschen Schärfe hätte ich mir auch gewünscht, aber sonst optimal. Ja, ich fand die Wurst war auf jeden Fall das Highlight. Ja. Aber er hat mir die ja schon mal mitgebracht zur Spurger, genau. Und ja, ich feiere die auf jeden Fall ordentlich. Was man dazu sagen muss, da ist kein Speck drin, oder also kein Bacon, sondern Schweinebauch und ein rauchiges Salz. Ne? Ja, so wie ich mit das Gewürz ist ja von hier von Undenheim Barbecue. Das ist da mit eingebaut. Könnt ja eventuell einfach mal zuschlagen und bei ihnen bestellen. Einfach mal selber mal Wurst machen oder irgendwo draufstreuen. Also ich habe es auch zu Hause, sehr lecker. Oder direkt die Wurst von Jubi. Ja, genau. Du kannst die Wurst ja direkt einfach mal nach Hause bestellen, ja? Genau. Ja. Ja. Tobi, hast du eine Meinung zu? Ja, hat mir definitiv gut gefallen. Ja, wir hatten ja immer begleitend Wein dazu. Und der ist halt so ein bisschen untergegangen, fand ich. Also das war so ein bisschen, ja. Ja, also da muss ich dir recht geben. Also da war der Wein vielleicht so ein bisschen nicht der richtige dazu. Ich bin jetzt sowieso nicht der große Weintrinker. Da waren ein, zwei Sachen, die haben mir sehr gut geschmeckt haben, aber bei Wein ist bei mir so wirklich, entweder ich mag den oder ich mag den nicht. Und das war dieses Mal so eine 50-50 Geschichte. Wobei ich persönlich auch Wein mit mehr Bums mag. Aber ich kenne durchaus Leute, die würden den Wein, den es da gestern gab, lieben. Das hat, wie soll ich sagen, Geschmacksgeschichte, oder? Ja. Hat jemand noch im Kopf, von wem er war? Ich suche gerade auf der Liste, haben wir das auch, wie sie stehen haben. Ja, der zweite. Zweite? Genau. Nee. Smokerwood, Thorsten, Spiritus Gunner, Bitte Wein? Nee. Bei Weine. Weine, doch, da. Weine von Weingut Marget.de aus Heitersheim. Ja. Wie gesagt, wir sind eher so die Biertrinker hier im Auto, ne? Ja. Aber. Das Bier war nicht schlecht. Also, das hat gut dazu gepasst. Das letzte Bier war echt gut. Ja, stimmt. Das hat privat mitgebracht, ne? Ja, zweiter Gang. Dazu muss ich sagen, vorab einer der beiden persönlichen Highlights von gestern Abend. Und zwar im Dutschofen geschmorter Schweinebäckle, im Balsamico-Juice und römischen Nocken. Ja, was soll ich sagen? Habe ich schon mal bei Stefan gegessen. Aber richtig mit Spätzle. Und gestern war ein bisschen viel Wacholder drin, wobei ich das auch ziemlich geil fand. Aber wie gesagt, war für mich einer der Highlights gestern Abend. Ich habe Lust auf Gin bekommen, es gab keinen Gin. Blitze, Martin. Okay. Entschuldigung, wir fahren gerade Auto, während wir hier das aufnehmen. War doch die ganze Zeit immer anständig. Was soll denn da jetzt? Ja, ich wollte dich nochmal vorwarnen. Was war denn überhaupt hier erlaubt? Keine Ahnung. Abschiedsfoto. Abschiedsfoto. Ja. Gruppenselfie. Das fügen wir dann hier. Die können wir erst in 4 Wochen veröffentlichen. Ja, wie fandet ihr die Bäckle? Bäckchen immer gut. Also ich kann mich da wirklich reinlegen. Ich habe mir auch welche noch mitgenommen jetzt beim Stefan. Und fand das wirklich, also es war gestern so mein Favorit, definitiv. Ich meine, das Brot, was so als Beilage kam. Nein, da gab es keine. Quatsch, das kam jetzt im Gang danach, ne? Oder? Ja, das Brot war später. Ah, okay, ja gut. Naja, aber wie gesagt, die Bäckchen waren schon richtig geil. Also das ist genau meins. Mein Kritikpunkt wäre nämlich, dass da noch kein Brot dabei war. Ja, genau. Weil da die Soße mit der Gabel irgendwie hochziehen. Genau. Jeder bei uns am Tisch hat die Soße irgendwie weggelöffelt noch. Ja. Ja. Mit Dessertlöffel wurde die Soße aufgesaugt. Ja. Kabel oder Messer, egal wie also, nicht zum Reinlegen, sprichwörtlich. Ja, zum Reinlegen, ne? Ja. Chris? Ja, Bäckchen und Schmorgerichte sind immer so ein bisschen unterschätzt. Alle wollen immer Steak und Dry-Age und kurz gebraten, aber dabei hat man gestern wieder gemerkt, in der Gruppe, wo viele Steak-Esser, Steak-Griller dabei sind, quasi. Liebhaber sind, da kommt sowas, ein geiles Schmorgericht, Bäckchen mit einer geilen Jus dazu, kommt einfach mega gut an. Und eigentlich animiert es doch eigentlich dazu, das öfter selber zu machen, statt immer das T-Bone Steak oder das Entrecot oder sonst was drauf zu werfen. Ein bisschen Zeit nehmen und was richtig Cooles machen. Ja. So, wir mussten noch gerade mal kontrollieren, ob wir aufnehmen. Wir nehmen auf. nein, also das ist es ja, ne? Ich meine, jetzt ist ja die Zeit, so viel Schmorgerichte, ne? Rouladen, so wirklich geschmorte Semmelrolle, schön im eigenen Saft, schöne Soße draus machen, Kartoffelknödel, Rotkohl dabei, ne?
Also Leute, macht mehr Schmorgerichte. Fazit quasi. Ich glaube, ich werde Bäckchen zu Weihnachten machen. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf bekommen. Bäckchen zu Weihnachten? Ah, mal schauen. Bei mir gibt es wahrscheinlich Rouladenkarpfen. Entweder Iberico-Bäckchen oder Duroc oder vielleicht finde ich ja, kriege ich ja doch irgendwie Mangaliza noch am Start. Mal schauen. Duroc-Bäckchen. Ja, gucken wir mal. Ja, als nächstes, meine Damen und Herren, rückwärts gegrilltes Ribeye, im etwas angesmoked im Rumrauch von Smokewood mit halt Juice, geschmorten Zwiebeln und frischem Brot. Vorab, das war gestern alles sehr fleischlastig, aber wir als gewohnte Fleischesser haben gestern mega das Brot abgefeiert. Das Brot war gestern der absolute Wahnsinn, oder? Ja, also, das war Hammer. Richtig geil. Also Hammer. Wir kennen das ja schon von Januar, als wir bei Stefan eingeladen waren und er ein bisschen was von dem Brot da hatte. Also Brot von einer anderen Welt. Definitiv. Mit guter Mahl. Wenn ihr euch wundert, wenn es Menschen gibt, die ganze Zeit dauernd nur links fahren, dieses scheiß Navi ist schuld. Ja, nee, also zum Brot muss man sagen, der junge Mann, der da war, der liebt Brot und das Brot war echt traumhaft. Ne? Ich meine, ich komme aus Leverkusen, 160.000 Einwohner, mittlerweile kein eigener Bäcker, alles nur diese Riesenketten und diese Billig-Drecks-Linger. Klingt ja ganz schön trostlos in Leverkusen. So. Das ist nun mal so. Ne? Aber immer noch besser als Köln. So. ja, es ist halt traurig, aber so ist das heutzutage. Nochmal, geil ist geil, die Mentalität hat viel kaputt gemacht. Wenn ihr könnt, Leute, kauft gutes Brot, meine persönliche Meinung. Ja, was sagt ihr zu dem Ribeye und zu dem ganzen Gericht an sich? Ich fand, das Ribeye war wirklich vom Fleisch her für mich das Highlight an dem Tag. Und das hatte geile Raucharomen. Das war so ein Holz-Whisky. Rumfässer waren das, ja. Ja, mega Aroma und super gegart, hätte ein bisschen mehr Temperatur haben können, aber ja, und die Soße war lecker, aber zu viel. Aber ey, das sind Kritiken, ne? Also wir wollen das jetzt nicht schlecht reden, es war schon verdammt geiles Essen. Und der Rotwein ist wieder untergegangen. Ja. Irgendjemand noch von da hinten aus der zweiten Reihe? Mit dem Brot und der Soße, das hat dann auch wieder irgendwie gepasst. Ein bisschen mehr Brot noch bekommen und die Soße dann komplett weggezogen. Wie viel Brot wir nachbekommen haben, weil wir das so gefeiert haben, war krass. Also mein Teller, der wurde nicht mehr gespült. Der ging quasi direkt so für den nächsten Gang raus. Den habe ich sauber poliert. Ja, also auch für so kleine Kritikpunkte. Einfach mal irgendwie die Soße, also vielleicht irgendwo als Tupfer mit auf den Teller oder einfach mal irgendwo in so ein Gläschen mit dabei. Aber so fand ich das ein bisschen viel. Aber trotzdem war so, das Steak war an sich für mich auch so neben den Schweinebäckchen das Highlight. Ich glaube, das werden alle Teller. Ja. Wäre das überhaupt nicht aufgefallen. Ja, aber das ist halt ein bisschen der Lokalität geschuldet oder ja. Temperaturen draußen. Also da würde ich jetzt gar nicht einen großen Aufhänger machen. Ich glaube, wenn man sieht, was da alles geschickt wurde, welche Gänge, was für ein Aufwand betrieben wurde, dann sind es wirklich Kleinigkeiten. Am Ende des Tages nimmt jeder aus so einer Veranstaltung was für sich mit. Ja. Und ich glaube, dass es lecker war, das brauchen wir nicht. Das können wir in die große Glocke hängen, beziehungsweise das braucht man nicht verstecken. Ja. Und ja. Da muss man auch noch sagen, dass den Stefan kurz vor Anfang ein Kochhaus gefallen ist. Und das hast du während der Veranstaltung gar nicht gemerkt. Hätten die das gar nicht gesagt, du hättest das gar nicht gemerkt. Ne? Dafür lief das ja wirklich nochmal richtig top. Ja. Also, na, das hat gepasst. Ja, als nächstes Dry-Aged Tofurico Kotelett. Am Stück gegart mit Chorizo Espuma und Wokwürfel. Also Wokwürfel war Kartoffel, wie soll ich sagen, Bratkartoffeln, oder? Würdest du sagen. Wokwürfel? Ja. Durch den Wok gefallene Würfel geflogen, einmal wahrscheinlich durchgeschwenkt weiter oder so. Also ich fand es war ein bisschen Bratkartoffel, aber ich fand es lecker. Mit einem Espuma fand ich richtig gut. Man darf ja, genau. Ja, es war gestern so viel, da muss man es mal sortieren. Was gab es gestern? Kartoffeln, ja. Wie fandet ihr das Schwein? Das war ja mit hier Mafia Coffee Rob von Don Marcos Barbecue. Ich hätte wahrscheinlich das Fleisch eher pur gelassen, anstatt dann Gewürze, weil es ist so geil aromatisch gewesen. Ja. Wenn man dann ganz Kochschinken reinbeißt, so
vom Schweinefleischgeschmack her, das war Wahnsinn. Da hättest du mich gar nicht was irgendwas Gewürzmäßiges gebraucht, um das einfach wirken zu lassen. Das war richtig, richtig tolles Fleischaroma. Ja. Fand ich auch ein bisschen zu viel. Also das Gewürz, die Gewürzmischung schmeckt mir, finde ich auch gut. Aber ich hätte sie dann eher auf der Beilage gesehen. Also genau, auf eine Kartoffel, ne? Auf eine Kartoffel wäre das richtig geil gekommen. Da, und das Fleisch pur. Ja, aber auch sehr schöner Gang. Also ich fand das Chorizo Espuma auch sehr lecker. Hat mir auch gut geschmeckt. Ne? Ja, dann kam mal als nächstes. War auch sehr geil. Und zwar in Whisky flambiertes Flat Iron Steak. Geschmorte Tomaten, Pimentas de la Padron, Schafskäse von der Whisky Planke und wieder mit den unglaublichen Brotspezialitäten. Ja, also ich muss sagen, an diesem Gang fand ich wirklich wieder das Highlight. Das Sepia Cranberry Baguette mit diesem gesmokten Frischkäse. Als Kombi fand ich das. Schafskäse, oder? Ja, genau, ja. Schafskäse. Den also zum Sepia Baguette, das war richtig geil. Ja. Ich glaube, ich habe den schon mal den Feta da, von Don Marco oder so schon mal gegessen. Na genau, das war das. Das habe ich doch damals bei der Kohlemann-Faktur gemacht, genau. Das war das, genau. Das war halt ein bisschen mit anders. Mit dem Marco-Rub. Genau. So, ne? Das war schon sensationell. Und da in der Kombination mit dem Brot auch noch, sehr geil, ja. Also der Käse einfach nochmal so ein Feta, isst man ja meistens kalt. Aber war leicht warm so ungefähr. Ja, das hat schon echt was. Ja. Rauch-Aromen dran, war Bombe, hat gut gepasst. Was sagt ihr zu dem Wokgemüse? Das war schon im Gang, ne? Ja, das war da. Also, es war ja draußen mehr Show am Wok als flambiertes Wokgemüse. Ja, also, ja genau, flambiertes Wokgemüse. Man hat es halt auch recht früh schon gerochen, dass es einfach nur verbranntes Öl irgendwie war. Und letztendlich hat man es dann auch rausgeschmeckt. Also, ich glaube, ich habe den Geruch immer noch im Pulli vom verbrannten Öl. Ja, also das war schon ein bisschen schade. Ja. Sonst Fleisch an sich gut. Kam leider ein bisschen kalt an, aber ja, sonst... Ja. Also, dass es ein bisschen kalt war, war auch, denke ich mal, so ein bisschen der Lokalität und der Service. Also nicht der Küche oder sonst was. Also an einigen Stellen hat ein bisschen der Service gehapert und ja gut, ist halt nochmal so. Ne? Also beim nächsten Mal wird es garantiert besser und da wird die Lokalität definitiv auch eine andere sein, was wir doch alle sehr hoffen. Und ich glaube, also ich meine, ich fand es auch kalt gut. Das muss dann noch warm nochmal, also das Fleisch zumindest, der Rest war ja warm, das Fleisch war ein bisschen kalt. Also dann denke ich, wird nochmal besser. Es liegt aber auch daran, wir waren der letzte Tisch, wir waren auch ein bisschen abseits. Wir hatten einen kleinen Abendmahltisch, ein bisschen erhöht und da deswegen, primär war es jetzt erst wichtig, dass die Gäste bedient wurden mit... Die zahlenden Gäste, das muss man ja wirklich herstellen. Wir wurden eingeladen. Ne? Ja. Wir wurden eingeladen. Also definitiv. Und deswegen klingt das jetzt erstmal so, Essen war kalt, wenn wir das jetzt sagen. Das war einfach de facto nicht so, sondern ich kam tendenziell auch immer 5 Minuten zu spät an den Tisch zurück und dann kann ich mir nicht beschweren, wenn Essen kalt ist. Wenn irgendwas kalt war. Ja. Von daher, dass nicht darauf gewartet wurde, bis es kalt wurde und dann rausgeschickt, ist klar. Und das sehe ich halt. Das ist kein Problem. Ja. Wer nicht am Tisch sitzt wie ich, der hat Pech gehabt. Ja, als nächstes eine dekonstruierte Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, was soll ich sagen? Ich bin kein großer Fan von Schwarzwälder, aber ich fand das Schokoküchlein mit der Sahne, ich fand's geil. Also die Kirschsoße habe ich jetzt nicht angerührt, weil ich das nicht so mag, aber die Kombi zwischen Kirsche und Schokolade, aber sonst so. Ich habe ja den dekonstruierten Kuchen wieder rekonstruiert. Also die Kreativität fand ich cool, also den Namen, dass man ein bisschen Überraschung hat. Ja, aber sehr schön angerichtet, muss ich sagen. Anrichtet war grundsätzlich bei Sachen allen Sachen Bombe, ja. Und dann habe ich zu Martin gesagt, lass uns doch mal selber die Kirsche dort wieder bauen. Ich habe es eigentlich mir einfach gemacht, aber Martin hat sich dann wie immer in solchen Details direkt verliebt und Riesenmühe gegeben. Dass, hat er in der Mitte aufgeschnitten, ja? Ja, er hat Zweilagig. Er hat nochmal kurz YouTube-Vergleichsvideos geschaut, perfekte Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, mein ganzer Traffic ist draufgegangen. Dann war das Startvolumen leer, aber seine Kirschtorte aus dem Schwarzwald. Wir hätten einen Contest machen sollen, ne? Ja. Also wirklich.
um die letzte Scheibe Brot quasi. Ja. Was du dazu sagen musst, ich stehe eher auf die Klassiker. Also wirklich so ein Stück Kirschtorte, Schwarzwälder Kirschtorte. Hätte ich lieber gehabt, aber es war wunderschön. Hattest du doch noch, und, ja, natürlich. Do it yourself Kirschtorte. Also. Ich hätte ein bisschen mehr Bums in Form von Kirschlikör vielleicht erwartet. Statt ein Whisky vielleicht. Apropos mehr Bums, wir haben ja vergessen. Den Whisky zu erwähnen, den ne? Whisky zu erwähnen, oh, ja. Den es zu den einzelnen Gängen gab. Genau, genau. Der Whisky, ja. Der Whisky kam vom Thorsten Jung. Ja. Von Spritz. Sprit. Sprit Corner EU. War. Oder Spirits Corner? Ne, Spirits Corner. Sprit Corner, oh mein Gott, ey. Geil. Ja, da kommt wieder der Promillo durch. Nein, also spiritskona.eu hat eine schöne Auswahl an Whiskys mitgebracht, was Vorsichtiges aus dem Rumpfass, was ja, ein bisschen mehr Kirschlastiges, und dann hatte er auch nochmal so einen richtigen Klopper dabei, den du gut mit Wasser verdünnen musstest. Der war ein Drittel, zwei Drittel, ne? Ja, so ungefähr. Der, also für mich als geübten Whisky-Trinker war der dann doch schon ein bisschen schwerer zu ertragen. Den musste man schon wirklich mit Wasser bearbeiten. Aber lecker Trüppsche, ne? Also da haben wir gut dran genascht, also ich zumindest. Ja. Da finde ich auch mal gut, dass man sowas im Menü mit einbaut, ne? Ja. Also sieht man ja auch nicht so oft. Muss man aber erwähnen, dass echt. Das nicht nur ein Digestiv ist, ne? Ja. Dass er dann extra vorbeikommt. Genauso wie der Marco. Ja, wir hatten ja halt, ich kann ja mal gucken, wenn wir das alles noch dabei hatten. Aber wir hatten Sonntag, ne? Boah, Entschuldigung. So, ja, wir hatten, also allgemein gab es noch ein, zwei Vorträge. Wir hatten den Thorsten Bus von Beans of Fire. Der hat uns mit echt geilen Kaffee versorgt. War sehr lecker. Wir haben auch was, hat uns auch ein, zwei kleine Probierpakete für nach Hause gepackt. Das heißt, den nächsten gibt es leckeren Kaffee. Ich habe auch noch ein kleines Video gemacht, wie man einen guten Cappuccino selber macht. Ja, da denke ich mal, können wir, schicke ich Martin zu dir, ihr könnt das bestimmt bei euch mal auf der Seite mal dann verknüpfen oder sowas. Ja, am Dutzend Marco Preis von Smokerwood Germany hat etwas über Räucherholz erzählt und wie das, wie Rauch zum Essen oder was er am Essen ändert, ja, allgemein erzählt. Ja, Michael Kopf vom Rolling Dragon, das war der Mann, der hat die Vox, also die Vox-Brenner baut, die da gestern im Einsatz waren. Und hat selber auch gewockt, ne? Ja, genau. Dann Tobias Walker von der Färberei Reutingen, also das wird der neue Weber Concept Store, ist das richtig? Ne, das wird eine Grillschule von Weber, ne? Eine Grill Academy, oder? Baut er gerade in Reutingen auf, so wie ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, ja. Sind das hier so erste inoffizielle Infos im Podcast? Hm. Ja, könnte sein. Hör mal, nah an der Zeit. Wir sind aktuell, also, ja. Und nicht vergessen, der Jürgen von Udenheim Barbecue, der hat den ganzen Abend einfach mal alle begleitet, bei Informationen geliefert. Hat er top gemacht, also gut moderiert hat er den Abend, fand ich. Ja, sehr gut. Also fand ich echt top. Ja, also wie fandet ihr es allgemein? So einfach mal rückblickmäßig. Sehr schön, sehr angenehm. Wir haben ja schon gesagt, da wo wir und wie wir platziert wurden an unserer Tafel, das war ein bisschen wie unsere... oder wie eine kleine Weihnachtsfeier. Und ja. Da ist dann natürlich die Idee gekommen, das auch mal in einem schönen Rahmen für nächstes Jahr vorzunehmen. Mit Wichteln. Mit Wichteln dann. Genau, wir haben uns nachher haben gesagt, oh, hätten wir mal Wichtelgeschenke dabei gehabt. Das war, hätte gut gepasst. Ja, war auf alle Fälle schön. Martin? Ja, mega schönes Wochenende. Sehr entspannt eigentlich alles auch für uns. Ja. Ne, man konnte sich ein bisschen durchschlemmen. Hat ein ganz nettes Hotel, war ganz witzig. Ja. Martin schnarcht übrigens lauter, als wärst du Barbecue. Danke, dass du die Dezibel nicht gemessen hast. aber ich habe ihm ja gesagt, ne, er soll ruhig an mir rütteln oder irgendwas machen. Ne, wir kriegen das ja schon organisiert. Ja. Ich habe einfach am Kopf gezogen. So. Ja, Thomas? Ja, fange ich einfach mal an. Also ich fand es auch ziemlich gut. Insgesamt lustiges Event, viel Spaß gehabt, tolle Unterhaltung geführt. Und ja, also wie gesagt, kann man gerne nochmal wiederholen. Und dann ja, machen wir wirklich eine Weihnachtsfeier raus. Okay. Mit Geschenken und Co. Ja, ich habe mich eigentlich schon gefühlt wie auf einer Weihnachtsfeier. Ja. Das ist cool. Super lecker, war ein schöner Abend. Coole Leute. Ja.
den habe ich auch eigentlich großartig nicht zuzufügen. Heute Morgen gab es übrigens nochmal richtig geile, leckere Burger, ne? So zum Abschluss. Stefan hat uns auch einfach nochmal zum Burger-Frühstück eingeladen. Das Blogger-Burger-Breakfast. Genau, ein, zwei Fotos sind schon online bei uns auf den Seiten. Ich denke mal, jeder von uns wird ein bisschen was tippen. Auf alle Fälle bei uns auf den Facebook-Seiten oder Instagram-Accounts könnt ihr schon mal ein bisschen mal schauen, genau, was wir da durchgejagt haben. Ja, ansonsten, Burger waren lecker, waren somit die geilsten Burger, die du so letzter Zeit gegessen hast. Also, was ist, also jetzt nach der vierten Kuh erst, tut mir leid, Martin, aber nein. Also so du bestellen kannst. Ich würde das mal anders formulieren. Das sind ja genau, das sind die besten Burger, die man überhaupt bis jetzt tiefgefroren bei einem Fleischversender bestellen kann. Das sind die einzigen, die nicht so irgendwie so eine gummifeste, zusammengepresste Konsistenz haben. Die waren locker fluffig. Genau. Die sind eigentlich so am Ende von der Konsistenz wie ein frischer Burger, ne? Nicht so totgepresst. Und das können andere mit ihren Kobe, Wagyu und alles, hast du nicht gesehen, nicht so. Ne? Und der auch, Mann dazu, dass auch geliefert wird. Ja, also wenn ihr Burger online bestellen wollt, ohne Scheiß, das ist jetzt keine Werbung, weil wir da waren, das ist der einzige, den ich euch wirklich empfehlen kann. Ja, also das war auch so von den Burgern her, Bombe, aber wirklich Bombe. Ja, das war so das Resümee für den Abend. Es bleibt auf alle Fälle hängen. Das Brot. Die Schweinebäckchen. Das Steak. Und die inoffizielle Weihnachtsfeier. Ja, und Harald und Stefan halt, ne? Ja. Mega Gastgeber halt. Ja. Auch, ne? Beide, ne? Stefan war ein bisschen am Rotieren, hat sich um alles gekümmert. Musste ja irgendwie den Koch und die Organisation komplett kompensieren. Und der Stefan, der Harald, den hat ja so richtig Spaß gemacht. Ne? Da konnte man wirklich sehen, da war er richtig glücklich drüber. Ne? Dass alle auch Spaß hatten. So. Ja, ansonsten ist heute Nacht nochmal so ein kleines Thema aufgekommen bei Facebook. Zum Thema Blogger und Co. Stille. Stille. Betroffene Stille. Ja, also ich kann das jetzt nochmal raussuchen. Gucken wir mal nach. Ne? Also ich nehme mich ja gerne Kritik an. Ich bin ja nicht so. Ein gewisser Mario hat da etwas gepostet. Es ärgert ihn doch, dass die Blogger doch mal ein Gewürz verlinken, mal das verlinken, mal das verlinken, mal das verlinken. Ja, also ich kann teilweise Marios Unmut so ein bisschen verstehen. Allerdings muss ich auch sagen, ja, wenn ich schreibe, ich habe da eine Gewürzmischung dabei getan, habe ich 10 Nachrichten oder Fragen oder was auch immer. Welche Gewürzmischung hast du denn dabei getan? Wenn diese Gewürzmischung nun einen Namen hat, dann schreibe ich den auch dazu. Das ist jetzt keine Werbung. Das ist jetzt eine Hilfe fürs Rezept, mein Lieber. Musst du dich ja eigentlich auch nicht rechtfertigen. Ja? Aber und wenn die Leute auch mal einen Grill testen und. Es gibt gewiss Leute, die interessieren sich dafür. Wenn da halt irgendjemand schon 20 Grills im Garten stehen hat, dann ist das egal, dann muss es ja nicht lesen. Ne? Also, ja, und was dazu kommt halt, klar, dann werden die Amazon-Links damit reingehauen, was halt oft nicht geil ist, dass man da nicht zuschreibt, dass es ein Affiliate-Link ist. Ja. Wenn es, meine Güte, ein Affiliate-Link ist und der Blogger dadurch ein paar Euro verdient, es ist noch keiner Millionär oder reich geworden, keiner hat euch über den Tisch gezogen damit. Und die Mühe, die die Leute reinstecken, den Zeitaufwand, den kannst du da auch, wenn das mal im Geld umrechnest, also geldwerter Vorteil, ist es lächerlich. Ich weiß nicht, warum die Leute da immer irgendwie da sich beschweren. Können sie ja machen. Für mich ist das so ein bisschen, ja, weiß nicht, also alle wollen Rezepte, aber dass du dann so ein Rezept dann so einen halben Tag sitzt mit Fotos vorbereiten, einkaufen, Text schreiben, bla bla bla. Alle wollen es halt irgendwie umsonst haben, ne? Ja. Also, dafür gibt es chefkoch.de und dieses eine Forum da für Griller, ich weiß auch nicht mehr. Dieses Grill-Dingsbus war so einer, ja. So ein 25. Jahrhundert benutzt hat, ja. Ja, ja. Ne, da kann man dann gerne da gucken. Aber auch die bringen ja inzwischen ihre eigenen Gewürze raus. Ich wollte gerade sagen, der Grill-Sportverein ist nicht kommerziell, hat aber einen eigenen Kalender, einen eigenen Shop und eigenen Blogwart. Ja, ansonsten, gibt es noch irgendetwas? Habt ihr dazu eine Meinung oder haltet ihr euch erstmal aus der Diskussion raus da hinten? Ja. Nicht so aktiv als Blogger. Gerade im letzten Jahr habe ich überhaupt nicht Großes gemacht. Und mich interessiert das Thema eigentlich eher, wenn auf Facebook einer mit Kurz-URLs, also maskierte Links, Affiliate-Links benutzt. Das finde ich halt schon unschön. Generell
Verkehrszentrum. Auch wenn man sich von den paar Euro allein für Hosting und sowas wieder was reinnehmen kann, noch gar nicht auf den Zeitaufwand, weil das machst du ja gerne. Machst du ja gerne ein Rezept, machst du ja gerne ein schönes Gericht, fotografierst es gerne, schreibst auch gerne drüber. Aber dass du da halt noch ein bisschen mit Geld machen willst oder kannst, das finde ich eigentlich eher fair, Richtung, dass du deine eigenen Kosten wieder reinholen kannst. Und es gab da ja im Blogging-Bereich früher mal Flatter, das gibt es immer noch, aber es wird irgendwie nicht so richtig angenommen oder genutzt. Da gab es dann explizit so einen Button bei Blogbeiträgen, wo du sagen kannst, ey, ich will den Blogger unterstützen und ich spende dem was. Einen ganz kleinen Betrag oder einen frei wählbaren Betrag. Ja, wo quasi Blogbeitrag, den er dann geschrieben hat, leider haben die ihre Bedingungen immer verschwert, dass man es überhaupt noch benutzen kann in Deutschland. Ja, das ist halt sehr, sehr rechtlich sehr verschärft gewesen. Ich meine, das ist praktisch, haben praktisch eine Bank aufgebaut in 100 Ländern. Das ist einfach ein Mordsprojekt. Ja. Aber an sich finde ich das Thema Monetarisierung von Blogs oder von Sachen, von Inhalten, die man im Internet preisgibt, finde ich okay. Ich meine, man muss halt sagen, wir sind ja dieses Wochenende auch eingeladen, aber wir zahlen die Anfahrt selber, ne? Das Hotel haben wir selber gebucht und das haben wir echt eher auch gemacht. Wir sitzen mit 5 Mann im Auto, wir fliegen jetzt nicht, ist das Glas oder First Class, ja? Hinten ist ein bisschen ungemütlicher als hier vorne. Vor allem hier Cinquecento hier. Ja, wenn du so hier so ein, wenn du so zwei lange Typen wie den Thomas und den Tobi dabei hast, ja, Gott sei Dank sitzen die Dicken auch nicht hinten, Martin. Das ist alles so geplant, aus langer Hand. So, ja. Ne, das ist, ja, was soll ich sagen? Ne? Ich meine, es ist, ich sehe schon den anderen, ja. Oder einen wieder rumheult, ja, ihr habt das umsonst gekriegt, die Karte kostet normalerweise 89 Euro. Ja, natürlich kostet die Karte 89 Euro, aber ich habe mir gestern dafür einen kompletten Tag Urlaub genommen, ich hatte Nachtschicht. Na, wir reden jetzt von 35 Euro Zulage, die mir wegfallen und einen kompletten Tag Urlaub. So, rechne den mal in Geld um. Plus dann halt noch ja, hier Anfahrt und Hotel und sowas. Ja. Ne, das machen wir natürlich alles, das sieht man ja daran, weil es uns Spaß macht. Boah, guck mal, das schönste Auto der Welt. Fiat Multipla. Oh, guck mal, ist das eine hässliche Kiste. Alter Schwede, ist das schön. Ja. Wahnsinn. Weil der Porsche Panamera gerade nicht so interessant. Ja, ja, also, ne, ja, solltet ihr mal vorher sowas, wie hieß der Mario, Marco? Mario, Marius, irgendwie sonst was. Den zweiten Namen habe ich vergessen, aber. Bevor man sowas mal raushaut, vielleicht ein bisschen länger drüber nachdenken und vielleicht auch mal mit den Leuten in Dialog treten, ne? Also, ja, den hat er ja jetzt. Ja. Ja. Ich verlinke dich drauf, Mario. So, dass auch jeder weiß und lesen kann, wer du warst. Falls nicht schon alles gelöscht. Falls du es nicht alles gelöscht hast. Ja, ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Lieber Nico, viel Spaß beim Schneiden. Ja, vielen Dank dafür nochmal. Ja, genau, vielen Dank dafür. Wir schöne können Grüße. Uns natürlich unterstützen. Wir haben nämlich noch den Flatter-Button. Genau, die Jungs von Feuerglut und Herzblut. Genau, die könnt ihr auf alle Fälle unterstützen. Der Nico hat, glaube ich, auch noch ein paar interessante Weihnachtsgeschenkideen gepostet, so mit Fleischtasting und so weiter. Guckt da doch mal ruhig mal auf den Blog rein. Ja, ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde sagen, wir sind raus, ne? Ja. Also beim Küchenfunk würde man jetzt sagen, macht's gut und lecker. Genau, aber wir sind nicht beim Küchenfunk. In diesem schönen Gruß an den Küchenjungen und an Sven. Tschüss, Sven. Tschüss, Nico. Tschüss, der Rest. Wie geht das aus? Ja, wahrscheinlich muss ich hier wieder enden.